Danke sehr. Da seid ihr ja schon alle. Ich hoffe, ich habe euch nicht warten lassen. Nein, nein, wir sind auch gerade eben erst gekommen. Und wie war es bei Omni-Remaker? Das erzähle ich euch später, aber erst einmal gibt es etwas zu feiern. Angelo, bringen Sie uns auch bitte eine Flasche Champagner. Was ist passiert? Wir haben einen neuen Mitarbeiter. Und ich freue mich, euch mitteilen zu können, dass uns ab sofort Konstantin in der Holding unterstützen wird. Verstehe, der Junge hat es auf meinen Posten abgesehen. Ist dieser Spruch nicht eigentlich für mich gedacht? Ja, aber dich habe ich im Griff. Ja, dagegen könnte ernsthaft gefährlich werden. Wenn Konstantin euch jetzt etwas entlastet, haben wir vielleicht ein bisschen mehr Zeit für uns. Ja, vielleicht. Jedenfalls habe ich nicht vor, das Feld kampflos zu räumen. Mach dir keine Sorgen. Dein Posten zu übernehmen gehört nicht zum Plan. Na, da bin ich ja beruhigt. Ja, wer hätte gedacht, dass wir mal so ein richtiges Familienunternehmen werden, was? Darauf lasst uns trinken. Sieh mal einer an. Die Führungsetage der Lahnstein Holding hat offensichtlich was zu feiern. Ich wüsste nicht, was Sie das angeht. Auch mir kann es nur recht sein, wenn sich meine Konkurrenz am helllichten Tag schon den Verstand vernebelt, während ich meinen Geschäften nachgehe. Das wird Ihnen auch nichts nützen. Ja, genau. Ja, willkommen im Club, Brüderchen. Tja, wenn wir alle zusammenhalten, kann uns auch ein Degenhardt nichts anhaben. Du glaubst gar nicht, wie froh ich bin, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe. Komm schon, Jana, geh ran. Die scheint sie ganz schön erwischt zu haben. Ja, das stimmt. Nach Cecils Tod, da hätte ich nie gedacht, dass ich mich überhaupt noch mal verlieben kann. Und als es dann doch passiert ist, stellt sich raus, dass Sarah deine Schwester ist. Ja. Spätestens zu dem Zeitpunkt wollte ich von dem ganzen Liebesquatsch nichts mehr hören. Man darf die Hoffnung auf Liebe im Leben nie aufgeben, hörst du? Nie. Auch wenn es manchmal ganz schön schwer fällt. Eine wunderschöne, weise Schwester. Du hast so recht. Aber ich bin wirklich glücklich mit Jana. Auch wenn ich es mir am Anfang überhaupt nicht vorstellen konnte. Das muss ja nicht immer Liebe auf den ersten Blick sein. Ja, das stimmt. Jana tut mir einfach gut. Sie ist immer da für mich. Am Anfang dachte ich zwar, es sei nur Freundschaft, aber mittlerweile weiß ich ganz bestimmt, dass es mehr ist.